Bevor ein Meteorit auf der Erde landet, wandert oder reist er durch das Sonnensystem von seinem Mutterkörper zur Erde. Während dieser Reise nennt man ihn auch nicht Meteorit, das tut man erst, wenn er auf der Erde gelandet ist, sondern Meteoroid. Und der Mutterkörper ist meistens ein Asteroid, kann aber auch der Mond sein oder beispielsweise der Mars. Diese Meteoroide werden dann von der Oberfläche des Mutterkörpers weggeschlagen durch Kollision mit einem anderen Asteroid oder vielleicht einen Impact auf dem Mond oder dem Mars. Jetzt kommen einige dieser Gesteine natürlich aus tieferen Schichten, ein paar Metern vielleicht, von beispielsweise einem Asteroid. Und diese Gesteine sind auf dem Asteroid, die tiefer liegen, zunächst geschützt von der kosmischen Strahlung. Wenn sie dann rausgeschleudert werden und auf ihren Weg zur Erde geschickt werden, sind diese Gesteine, diese Meteoroide dann der kosmischen Strahlung ausgesetzt. Und diese produziert im Meteoroiden verschiedene Isotope, radioaktive Isotope zum Beispiel. Und die können anschließend genutzt werden, um das Alter bzw. die Reisezeit zu berechnen, die ein Meteorit gebraucht hat, vom Mutterkörper zur Erde. Und diese Reisezeit nennt man auch Bestrahlungsalter oder im Englischen Cosmic Ray Exposure Age. Und deshalb sagt man auch abgekürzt für Cosmic Ray Exposure Cree-Alter. Also Cree-Alter oder Bestrahlungsalter sind dasselbe. Und diese Cree-Alter, diese Bestrahlungsalter sind hier einmal gezeigt. Auf den X-Achsen dieser Diagramme diese Bestrahlungsalter und auf den Y-Achsen die Anzahl der Meteorite mit dem gleichen Bestrahlungsalter. Jetzt gibt es hier drei Diagramme, die zeigen einmal H-Chondrite, LL und HED-Meteorite. Das sind alles Steinmeteorite. Und alle die haben die gleiche Achsenskalierung von 80 Millionen Jahren. Im vierten Diagramm sind dann auch die Eisenmeteorite dargestellt. Und die haben jetzt eine Achsenskalierung bis zu 1500 Millionen Jahren, also 1,5 Milliarden Jahren. Und das ist ein erster sehr großer Unterschied, den man hier feststellen kann. Die Steinmeteorite scheinen deutlich geringere Kree-Alter zu haben als die Eisenmeteorite. Jetzt ist es so, dass die Meteoroide, während sie auf Reise sind, mit anderen kleinen Objekten kollidieren können, dem Sonnenwind ausgesetzt sind und so weiter. Und all diese Prozesse führen dazu, dass die Meteoroide kleiner werden. Ja? Durch Kollisionen werden Stücke abgeschlagen. Das alles subsumiert man unter dem Begriff des Space Weatherings oder Weltallverwitterung oder Weltraumverwitterung. Und Steinmeteorite, interpretiert man dann, sind dieser Weltraumverwitterung oder werden bei dieser Weltraumverwitterung leichter zerstört als Eisenmeteorite. Und deshalb haben eben die Eisenmeteorite, können die sehr viel höhere Bestrahlungsalter haben als die Steinmeteorite. Und das ist eine erste Sache, die man hieraus interpretieren kann. Jetzt kann man sich noch was Zweites angucken. Hier sind die HED-Meteorite. Das sind Hauerite, Eukrite und Diogenite. Man glaubt, dass die alle vom Asteroiden Vesta kommen. Aufgrund von Reflexionsspektren an den Meteoriten und an dem Asteroiden Vesta. Und was man jetzt hier sieht, dass es zwei so Peaks gibt. Hauptpeaks. Es gibt hier natürlich noch viele weitere und hier hinten aber zwei Hauptpeaks bei vielleicht sowas wie 7 Millionen Jahren und hier sowas wie vielleicht 20, 21 Millionen Jahren. Und das deutet darauf hin, dass es vielleicht zwei größere Einschlagevents gab, die sehr viele Meteoroide abgelöst haben von Vesta, die dann auf ähnlichen Trajektorien zur Erde gekommen sind und mehr oder weniger zur selben Zeit auf der Erde gelandet sind. Das macht dann irgendwie Sinn. Und jetzt findet man auch bei den anderen Meteoritengruppen solche Peaks. Also hier bei den H-Chondriten zum Beispiel gibt es sehr viele, die bei vielleicht so etwas wie auch 6, 7 Millionen Jahren so ein Bestrahlungsalter haben. Dann gibt es LL-Chondrite, die haben vielleicht so etwas wie 2, 3 Peaks. Ungefähr hier, also einmal bei vielleicht 6 Millionen Jahren, dann hier vielleicht so etwas wie 22 und vielleicht 39 Millionen Jahren oder sowas. Die genauen Zahlen spielen ja keine Rolle. Das Wichtige dabei ist, dass man diese Peaks sieht und die werden dann interpretiert als größere Einschlagevents.
Was bedeutet das? Das heißt, dass wenn wir fast 120 Haarkontritte haben, die auf ein Einschlag-Event hindeuten, bedeutet es nicht, dass nur weil wir sehr viele Haarkontritte haben, muss es auch sehr viele Haarkontritt-Mutterkörper geben, sondern wir haben vielleicht nur deshalb viele Haarkontritte, weil bei einem großen Event sehr viele Meteoride in den Weltraum hinausgeschleudert wurden. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis hier aus diesen Krähealtern, dass obwohl wir vielleicht sehr viele gewöhnliche Kondrite haben in der Sammlung, verglichen zu kohligen Kondriten, von denen wir deutlich weniger haben, heißt es nicht, dass der Asteroidengürtel hauptsächlich aus gewöhnlichen Kondrit-Mutterkörpern bestehen muss, sondern nur, dass möglicherweise auf einigen gewöhnlichen Kondrit-Mutterkörpern es zu sehr großen Einschlägen kam, die dann eben dazu geführt haben, dass wir sehr viele Meteorite von diesem einen Mutterkörper haben. Und das sind die zwei wichtigen Erkenntnisse hier. Einmal Steinmeteorite, sehr viel jünger als Eisenmeteorite, wahrscheinlich aufgrund dieses Space Weatherings, und dass eben wenige Einschlag-Events die Häufigkeiten in unserer Sammlung so beeinflusst haben, dass wir daraus aus den Häufigkeiten in unserer Sammlung nicht direkt Rückschlüsse ziehen können, wie viele Mutterkörper von welchem Typ es im Asteroidengürtel tatsächlich gibt. Und dafür brauchen wir sehr wichtig diese Krä- oder Bestrahlungshalter.